Die Zwölfe zum Gruß, ihr Lieben, und es geht weiter mit das schwarze Auge Satinavs Ketten. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht, und wir sind ja auch ein ganzes Stück wieder weitergekommen. Jetzt muss Nuri uns helfen mit der getarnten Kette und Pipapo. Nun schalte ich gerade neu wieder ein und muss gerade überlegen, was sollen wir denn jetzt überhaupt als nächstes machen? Sie hat jetzt die Kette und ich muss, glaube ich, wieder rein. Oder wie oder was oder wer? Sag mal, Nuri. Nuri, sag mal. Nuri. Bin gleich zurück. Nuri. 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 Gut, dann. Geht das doch? Geht das? Geht das? Geht das? Was ist das? Ein Fischernetz. Ich geh mal wieder rein. Wenn Nuri hier draußen steht mit dieser Falschkette, sie soll das ja angeln, aber ich weiß nicht, ob ich ihr die Angel noch besorgen soll. Oder ob das jetzt so geht. Oder muss ich das nicht machen? Oder ich lenke ihn ab. Und dann macht sie das. Ehrenwerter Harm? Ja? Diese außergewöhnlichen Stack... Wer stellt die... Ein Außenversteher. Das funktioniert nicht. Ruft nach mir, bitte. Das funktioniert nicht. Oder soll ich ihn ablenken mit dem ekligen Lebertran? Das kann natürlich sein. Noch etwas Lebertran? Hm. Ja, was soll's. Wie er das auch mal sagt, noch etwas Lebertran. Hm. Bitteschön. Euer Lebertran. Danke. Voll eklig. Ah, und wie er sich auch immer juckt und so. Zu riskant. Also ich habe das Gefühl, wir müssen einfach diese Angel noch besorgen. Ein Henkel? Ich kann ihn auch... Ja, und wozu ist da draußen? Das haben wir... Naja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich den Eimer mit Haken einfach hätte hängen lassen sollen. Gut war das natürlich draußen jetzt für die Verbände das letzte Mal. Dafür haben wir das gebraucht, aber es ist merkwürdig, dass wir es wieder abnehmen konnten. Anscheinend können wir das noch weiter benutzen. Hm. Ich muss das Ziel im Auge. Ja, das Ziel. Und wenn ich die so raushänge? Das führt zu nichts. Ich glaube, ich muss die Angel einfach besorgen. Wie soll sie das denn sonst schaffen? Oder wir oder wer auch immer, keine Ahnung. Ja. Aber wie gibt der Typ uns das da draußen? Irgendwie. Also. Das Ding ist, dass wir da draußen ja noch diese Katze haben. Die ich noch nicht runtergeholt habe. Das ist ja auch noch nicht erledigt. Und vielleicht gibt er uns für die Katze halt die Angel. Sonst gibt er die ja nicht raus. Irgendwie, weiß auch nicht. Diese versteinerte Katze, meine ich. Hm. Mein Arm ist zu kurz. Können wir das nicht irgendwie, können wir deinen Arm irgendwie verlängern? Massiver Stein. Mit bloßem Willen öffnete der große Geron das verschlossene Fass. Und es klappte natürlich nicht. Geht nicht kaputt. Zerbricht. Ich muss es... Aber hier oben ist auch irgendwie nix, ne? Mensch, wie komme ich da ran? Ich muss mir einfach irgendwas bauen. Es muss irgendeine Möglichkeit geben. Ich weiß auch nicht. Nicht so. Ein Henk. So weit weg. Mir fällt... Unerreichbar. Naja, unerreichbar. So weit weg. Übertreiben. Irgendwie mit dieser Hängematte. Wie komme ich da? Ja, kannst du dir nicht irgendwas basteln? Machst... In einem Stück wäre... Machst du einfach kaputt, das Ding... Unsinn. Du musst es doch... Das kann ich... Dafür gibt... Nicht so. Vielleicht. In einem... Irgendwie kombinieren. Nicht so. Unwahrscheinlich. Hm. Mein Arm...
Ich weiß einfach nicht, wie ich das Ding da runterkriegen soll. Ist unglaublich. Ich mache echt 3 Kreuze, wenn ich das da runterbekommen habe mit dem Messer. Das nutzt ja auch alles nichts. Ich bräuchte halt eher sowas wie einen Stock oder so. Irgendwas Langes, wo ich mir... Und dann könnte ich den Haken daran machen und damit die versteinerte Katze runterholen. Aber ich sehe auch nirgendwie sowas. Nichts Langes, was ich mir greifen könnte. Wenn ich sowas wie einen Stock hätte. Gut, dann könnte ich auch wieder auf die Idee kommen, mir selber eine Angel zu bauen. Aber mit der Angel könnte ich mir auch direkt die versteinerte Katze holen. Vielleicht ist meine Denke doch falsch und ich krieg die Angel direkt irgendwie. Fährmann? Gib mir deine Angel, Opa. Leihst du mir deine Angel? Aber dass man überhaupt nach der Angel fragen kann, ist ja schon... Ach, ich glaube, ich soll die Angel direkt bekommen. Ich habe aber auch nichts, was ich ihm anbieten könnte. Merkzettel für Schmugglersprache vielleicht. Der hier muss dir doch eine Überfahrt wert sein. Auch nicht. Er kann ja auch nicht reden. Was soll er damit? Feuerstein und Stahl? Ich behalte das. Ja, behalt's doch, weil so kommen wir auch nicht weiter. Ein Wasserschlauch. Der hier muss dir doch eine Überfahrt wert sein. Was überzeugt ihn denn? Was würde ihn denn überzeugen? Keine Ahnung. Echt. Nuri, mach doch mal was. Du hast doch einen guten Draht zu ihm. Wir brauchen die doofe Angel. Sag mal, Nuri. Die können wir immer nur ins Badehaus schicken. Das nutzt mir auch nicht viel. Vielleicht sind wir hier auch einfach noch nicht durch. Vielleicht bin ich auch zu schnell. Oder so. Wo steht er denn hier? Er steht mitten in der Luft. Das Spiel spackt sowieso so ein bisschen, ne? Guck mal, er kann in der Luft laufen. Ach, ich kann nach oben gehen. Das wusste ich gar nicht. Ach, so ist das. Moment mal. Ja, ja, wenn das so ist. Dann lass mal das Boot runter. Haha, dann könnten wir ihm ein Paddel vielleicht geben. Wir lassen das jetzt schön runter, das Boot. Wunderbar, ist das jetzt nicht schon unten? Mal gucken. Ach, da sitzt sie nämlich auch drinne. Super, Nuri, guck mal, ich habe das Boot runtergelassen. Und das nur, weil Geron schön in der Luft laufen konnte. Haha. Beiboot. Sag mal, Nuri. Bin gleich. Ach so, wir sollen sie mit dem Boot erstmal nach oben bringen. Und dann macht sie das auch. Ist ja klar, sonst kommt sie da ja auch gar nicht ran. Aber wie will sie das denn schaffen? Ach, keine Ahnung, die macht das schon. So, jetzt lassen wir das wieder hoch. Da kommt sie schon. Wir sind ein bisschen zu weit oben, oder? Ist das denn jetzt gut so? Das Fenster ist ja da. Hier wäre das Loch. Warum ist Nuri keine kleine Blütenfee? Dann könnte sie... Sag mal, Nuri... Nuri... Nix, Nuri. Bin gleich zu... Das hilft doch so nicht. Ich bin ein bisschen irritiert. Soll sie jetzt auf der Höhe sein von dem Loch? Soll sie auf der Höhe sein vom Fenster? Soll sie da überhaupt schon drinne sitzen und ich lasse sie hoch? Wie weit hoch kann ich sie denn holen? Und lasse ich sie wieder runter. Ja, dann bleibt da mal erstmal drin sitzen. Bringt mir das denn jetzt was? Wo ist denn dieses Loch? Hier.
Moment. Warum ist Nori keine Kleine? Dann könnte sie... So, da ist das Loch. Mhm. Das nutzt mir doch aber gar nichts. Holzkästchen, Loch. Keine Zeit für sowas. Aber du könntest es da durchwerfen und... Ah. Ach, er hat das Kästchen rausgeworfen. Kannst du auch die Kerze rauswerfen? Wird doch nichts. Warum kannst du die Kerze nicht rauswerfen? Natürlich. Das kann ich besser. Kannst du besser. Dann hättest du jetzt aber auch gleich das Kästchen. Die Kerze ins Kästchen packen können. Ich muss das... Das gibt... Natürlich. Das gibt... Das Wachsflecken, gibt Wachsflecken, Wachsflecken. Okay. Aber immerhin habe ich das Kästchen rausgeschmissen. Das schwimmt jetzt hier unten. Das hat er vorher nicht gemacht. Jetzt kommt er nicht ran, ne? Unerreichbar. Ja, ja. Du brauchst wieder deine dämliche Angel, die wir nicht haben. Ich sehe das schon. Ich ja, komme nicht... Super. Ganz tolle Klasse. Dann lassen wir Nori auch mal wieder runter. Ich glaube, das hat so keinen Zweck. Denn sie hat keine Angel. Jetzt ist sie ganz oben. Nee, bleib mal hier. So. Jetzt ist sie unten. Ach ja, was kann uns der Typ hier... Wann wird... Kann ein Weilchen dauern. Seine Hände zittern. Was? Wann wird Harms Antwort nicht fertig? Kann ein Weilchen... Seine Hände... Antwortbrief, okay. Ist hier irgendwas an Bord, was ich nehmen könnte? Wie... Wegen dem Kästchen jetzt. Sagt Nori jetzt vielleicht was dazu? Sag mal... Dann steig mal aus. Du kannst... Na gut. War eh langweilig. Ja, es war ja auch noch nicht... Ist ja auch... Wir können es ja auch nicht machen irgendwie. Das ist ja der Blödkram. Sag mal, Nori... Nur ins Badhaus schicken, Nori ins Beiboot schicken. Bin gleich... Es ist ja auch so eine Sache, dass wir sie immer noch ins Badehaus schicken können. Irgendwie ist mir das auch noch nicht geheuer. Oh Gott, ist das ein Gedümpel hier in diesem Part schon wieder. Es tut mir leid. Wenn man weiß, was man zu tun hat, dann ist das natürlich gar kein Problem. Aber ich... Der Fährmann hat jederzeit ein Auge auf seinen Fisch. Was steht neben ihm auf dem kleinen Schild? Fische und Überfahrten soll das wohl bedeuten. Irgendwas Nützliches hier? Nein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit der Angel die Katze überhaupt erst runterholen können. Hier. Nimm den Dreizack. Ich würde mich nicht so lernen. Ja. Der Jarre, der kann uns doch auch nicht helfen. Ich weiß auch nicht. Auch das mit der aufgeschlitzten Plane. Wir sind hier einfach noch nicht durch. Auch mit der Angel könnte ich diese Krötenstatue, glaube ich, runterangeln. Von drinne vom Badehaus, von der Bademeisterfrau da. Aber das alles geht so natürlich nicht. Das geht so nicht. Wie geht's denn dann? Nicht so. Der Betrunken hatte bisher auch noch keinen Zweck. Kann der die nicht ablenken oder so? Damit kann er nichts anfangen. Habe ich auch schon 100 Mal. Das bleibt besser bei mir. Habe ich auch schon 100 Mal ausprobiert. Ja, es ist schwierig. Hallo. Hey. Der ist ganz woanders. Vielleicht auch besser so. Der erkennt nicht mal mehr seine eigenen Füße. Seine Füße. Nichts Wichtiges mit seinen Füßen. Ach ja, ich weiß auch nicht. Sie ist immer noch eifersüchtig.
Bandagen hatten wir schon. Rucksack hatten wir auch schon. Was gibt es, Landratte? Sagt er jetzt, was das Nuri bei ihm war? Nix, nix, nix. Bis später. Nix. Nichts Wichtiges da. Hier ist die Froschskulptur. Dann, ja, würden wir hier irgendwie hinten stehen und angeln würden, würde es keiner merken. Hm. Und wenn wir nochmal mit der jetzt reden, weil wir doch jetzt bei... Also wir haben doch die Botschaft überbracht. Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Nee, nix. Das war schon... Nein, nicht die. Die wollte ich gar nicht nochmal. Das war schon... Die hier. Die Baderin. Na? Nee, dann fragt er nur nach dem... Dann lasse ich... Bene. Fragt er nur nach dem Prisma, das geht auch nicht. Da bringt alles nichts. Das ist total doof. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Brauchst du was? Der Mann am Kai. Schmugglersprache. Gegenleistung. Schmugglersprache lernen. Was ist denn mit dem suff-orkischer Fiebertraum? Das beste Gesetz. Hm. Kennst du dich? Ja, kannst du mir ein... Hm. Aber du musst vorher... So erledigende Kleinigkeit? Was muss ich tun? Mir bereitet ein kleines Rätsel Kopfschmerzen. Harm und seine Leute machen mit ihrem Schmugglergeschäft einen Haufen Geld. Aber es scheint einfach keinen Umschlagplatz zu geben, an dem das ganze Zeug gelagert wird. Natürlich muss es einen geheimen Platz geben. Und da komme ich ins Spiel. Niemand kennt dich. Du kannst dich freier bewegen. Also finde den Platz. Es muss ein Lager oder etwas Ähnliches mit einem geheimen Zugang sein. Na gut. Moment, das ist noch nicht alles. Auf diesem Umschlagplatz muss es eine Walbeinschnitzerei in Form eines Krakenmolchs geben, die die Schmuggler den Walfängern gestohlen haben. Diese Schnitzerei will ich haben. Krakenmolchschnitzerei. Krakenmolchschnitzerei geben. Gegenleistung, das hatten wir doch eigentlich schon. Ich habe deinen Umschlagplatz entdeckt. Meintest du diesen Krakenmolch? Zeig her. Ausgezeichnet. Ganz ausgezeichnet. Ja, er ist wirklich wunderschön. Und jetzt zur Schmugglersprache. Also gut. Ich habe hier einen Zettel. Da sind die wichtigsten. Du musst sie nur noch richten. Wenn das nur ein wertloser Fetzen ist. Was? Ja. Danke, aber hatten wir schon. Bis später. Gib auf dein... Ich bin verzweifelt. Goswin ist also tot. Wie sollen wir jetzt das Feentor finden? Wir müssen herausfinden, wo dieses Prisma ist. Das wissen wir schon. Tja, Leute. Entweder ich mache jetzt einen Cut oder in dem Part ist nicht viel passiert, was ein bisschen blöde ist, finde ich fast. Ich mache jetzt mal ausnahmsweise einen Cut. Ich meine, es nutzt ja gerade nichts. Obwohl, ich glaube, ich soll... Ja, es ist komisch, dass ich das Holzkästchen jetzt hier reinwerfen konnte, aber auch da komme ich so nicht ran. Es kann eigentlich nur was von drinne sein, beziehungsweise hier müsste es noch irgendwas zu tun geben, was ich vielleicht noch nicht gemacht habe oder so. Ja. Harm. Irgendwas, was ich noch nicht hier angeguckt habe. So, ich mache jetzt mal einen Cut und guck mal, wie es jetzt hier weitergeht. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ja, ich habe nicht mehr herausgefunden. Und vor allem liegen jetzt bestimmt keine Ahnung, 2 Stunden Telefonzeit zwischen der letzten Aufnahme und dieser jetzt. Ja, ich habe mich etwas verquatscht mit meiner Oma. Es war aber sehr schön. Und ich muss noch innerlich gerade ein bisschen daran denken. Aber jetzt wieder zurück ins Spiel. Habe ich nicht unbedingt zuletzt mehr herausgefunden. Ich glaube, ich war schon auf dem richtigen Weg. Ich mache mal hier das Fenster wieder auf. So, ein bisschen frische Luft reinlassen und so. Ich habe jetzt Nuri hier so auf die mittlere Höhe gebracht und hoffe, dass ich ihn jetzt anquatschen kann zum Ablenken. Ob das klappt, weiß ich aber nicht. Ehrenwerter Harm? Ja?
Bitte, bitte, bitte. Ja, super. Oh, ich bin so hohl, ne? Ich meine, ich hatte es ja schon. Nuri muss einfach wieder auf die mittlere Höhe gebracht werden. Ich hätte ihn einfach anquatschen sollen dann und nicht sie nach ganz oben frachten sollen. Ach, blöd. Darf ich euch eine Frage stellen, ehrenwerter Kaufmann? Wenn es denn sein muss. Harms Sammlung. Goswins Mörder. Harms Krankheit. Was ist das für ein Leiden, das ihr habt? Ich sterbe. Die Quacksalber sagen es mir nicht. Verkaufen mir Kuren, die einer Katz das Fell abfaulen lassen. Aber mir machen sie nichts vor. Du hörst den Tod, wenn er naht. Mit dem ehrbaren Effendi Harm geht es zu Ende. Noch etwas? Ja, erzähl doch einfach mal. Hier zum Beispiel Goswins Mörder. Ja, habt ihr Menander Goswin getötet? Nicht eigenhändig. Du hast ihn gekannt? War er etwa dein Vater? Ist das ein Rachefeldzug? Nein. Der Alte war ein Säufer. Er wurde zu einer Gefahr für unsere Queste. Boron weiß, er hätte auch sonst kein Jahr mehr durchgehalten. War es das jetzt? Nein, letzte Frage. Eine letzte Frage noch. Harms Sammlung. Woher habt ihr all diese sonderbaren Schätze? Kunkom, Talusa, Mengbilla, Al-Anfa. Ich war ein Weltreisender, bevor mein Leiden mich an diesen unwürdigen Schwefelsumpf gekettet hat. Wart ihr ein Pirat? Ich war ein guter Mensch, aber jetzt ist nur noch die Angst vor dem Tod übrig. Und jetzt lass mich in Ruhe! Ja, ist ja gut. Wir haben, was wir wollten, zum Ende des Parts. Und es tut mir dafür so, so leid, dass ich im ganzen Part wieder, keine Ahnung, rumgedümpelt bin. Die 20 Minuten, die vergehen immer so schnell. Das ist gar nicht das, was ich will. Ich will ja vorankommen. Also tut mich sorry. Ja, aber wir müssen ja das mit der Truhe auch noch irgendwie hier hinkriegen. Ne. Was stockt denn das jetzt hier schon wieder so? Was hat es denn mit der Kerze auf sich? An der Klappe sind Warnglöckchen. Hinterhältig. Ach echt? Diese albernen Glöckchen sollen nicht das Letzte sein, was ich in diesem Leben höre. Warnglöckchen. An der Klappe sind Warnglöckchen. Hinterhältig. An der Klappe sind hinterhältig. Was mache ich jetzt mit den Glöckchen? Ist dafür irgendwie die Kerze gut oder so? Nicht sehr schlau. Nee? Wird doch nichts. Wenn ich die Warnglöckchen mit Wachs vollgieße, klingeln sie nicht mehr. Ach so. Ja, und wie kriege ich die an? So? Wie kriege ich die Kerze an? Ich brauche irgendwie ein Feuer. Ah, ich habe doch hier Feuerstein und Stahl. Moment. Kann ich das nicht einfach kombinieren? Und so? Ja, kann ich. Alles klar. So, dann wachs mal voll. Wenn ich die Warnglöck... Jan, mach. Ach, wie cool. Abgeschlossen. Was mache ich jetzt? Abgeschlossen. Hier mit dem Haken. Die Truhe aufzubrechen macht Lärm. Und ich möchte nicht tot aus dem Fluss gezogen werden. Ach Mann. Mensch. Na gut. Schnell, Schlüssel. Dafür ist ja der Schlüssel, den Nuri hat da. Das mache ich dann im nächsten Part. Den Schlüssel müssten wir jetzt haben. Dann sehen wir uns dann und ja, dann geht's total crashig schnell weiter mit Satinavs Ketten und bitte verzeiht mir, dass es so sich hingezogen hat. Bis dann.